So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Star Stable Online. In der letzten Folge haben wir uns um die Seilbahn gekümmert, müssen da leider auch wieder einen Tag warten, ehe wir da weiter vorankommen können und sind dafür dann nach Fort Pinta gereist und haben dort nämlich nach James Handy und Portemonnaie gesucht, das er verloren hatte, beziehungsweise es wurde ihm gestohlen. Und haben dann herausgefunden, dass ein kleines Äffchen dahinter steckt und er auch noch andere Sachen entwendet hat. Und der Affe gehört zu der lieben Isabel Fick und die möchte uns jetzt in der Straßenmagie unterrichten. Okay, kleines Eichhörnchen, hier kommt der erste Kartentrick. Zuerst zeigst du der Person, der du den Trick verführst, alle Karten. Dann kommt der schwierige Teil, den du lässt die Person eine Karte wählen, die sie sich anschauen soll. Du sollst dann, während du die Karten in deiner Hand umdrehst, die ganze Zeit dabei reden, genau so. Wenn die Person die Karten dann zurück auf den Stapel legt, liegt sie falsch herum drauf. Clever, nicht wahr? Um die Person noch etwas mehr zu verwirren, zähle ich normalerweise zusätzlich ein paar magische Worte auf. Du weißt schon, damit es wie ein Zauberspruch klingt. Na, du wirst eine gute Arbeit leisten, mein Käsekuchen. Es klingt schwieriger, als es in Wirklichkeit ist. Hier, nimm die Karten und probiere es aus. Wow, tolle Arbeit, Herzblatt. Du und Neitzer seid ein fantastisches Paar. Vielleicht solltet ihr an eine Karriere als Straßenmagier denken. Oder ein Magier auf einem Pferd. Stell dir mal den ganzen Ruhm vor, Zuckerschnute. Ich möchte aber eigentlich nur meine Ruhe haben. Darf ich dir ein Geheimnis anvertrauen, Herzchen? Du weißt schon, so unter Magiern. Da ich dich in die alte Kunst der Magie eingeführt habe, bist du natürlich von nun an auch einer. Naja, ich habe mir gedacht, dass ich eine Show genau hier in Fort Pinta organisieren sollte, welche natürlich absolut außergewöhnlich werden wird. Na, du bist süß, natürlich gefällt dir meine Idee. Allerdings muss ich dafür diesen stummsinnigen Papierkram erledigen, damit ich die Show vorführen darf. Ich schwöre dir, wenn ich Yidris wäre, bräuchte ich so eine alberne Genehmigung bestimmt nicht. Um die Genehmigung für die Show zu erhalten, muss ich bei irgendeinem James eine Antragsgebühr zusammen mit den Papieren einreichen. Oh, du kennst diesen James. Liebling, du bist der Hit. Was hätte ich nur ohne dich getan? Ich wäre verloren gewesen. Könntest du diesen Umschlag mit den Anträgen und die Gebühr zu James bringen? Oh, Süße, du bist ein echter Schatz. Schmatz online, bitte. Ich lasse mich nur von Yidris schmatzen. Alle anderen haben kein Anrecht darauf. Hier, James, dein Geld. Ein Antrag für eine Zaubershow? Was ist das? Hä? Eine Zaubershow zieht sogar noch mehr Touristen an, weil alle Magie lieben. Natürlich kann sie ihre Show haben. Mehr Touristen bedeutet mehr Gewinn für mich und wahrscheinlich werden diese ganzen bösen Gerüchte über den Dieb damit aufhören. Reitest du mit der Genehmigung wieder zurück zu ihr? Super, bis dann. Oh. Ja, du hast es geschafft. Oh, liebes, du wunderbares Geschöpf. Das ging aber schnell. Und jetzt habe ich die Erlaubnis, hier Vorbereitung für die Show treffen zu können. Jetzt, wo ich diese wunderschöne Erlaubnis habe, kann ich wirklich mit den Vorbereitungen für die Show beginnen. Sag mir bitte, dass du mir dabei helfen wirst, Herzchen. Oder naja, natürlich hilfst du. Es spricht nichts dagegen. Du willst? Oh, will ich wirklich? Oh, welch Schatz du doch bist. Engelchen, würdest du das süße, liebste Nightstar zur Post in Silverglade bringen und eine Lieferung abholen, welche für mich dort abgegeben worden sein sollte? Wundervoll, Küsschen. Oh mein Gott, es war keine gute Idee, das anzunehmen. Das wird jetzt wieder 30 Millionen Folgen dauern, über diese ganze Story dann. Abgeschlossen haben. Der fühlt's auch, die auch.
Hallo Vivian, was gibt's? Wie kann ich dir heute weiterhelfen? Eine Lieferung für Isabel Fix, sagst du? Warte einen Moment, ich schau mal, was ich finden lässt. Fick, Fick, Fick. Hier, gefunden. Isabel Fick. Das ist ein komischer Nachname. Toll, dass du hergekommen bist, um es zu holen. Auf den Lieferwagen nach Fort Pinder ist nicht wirklich Verlass. Du musst noch James fragen, was er schon für Probleme damit hatte. Aber na, bitte schön, ein Paket für Isabel. Hoffe, du hast noch einen schönen Tag, Vivian. Ei. So. Ach, die ist jetzt beim James anscheinend, okay. Sieht auch schon sehr gefährlich aus, wie das einfach mal auf. Also, wie das auf Nightside platziert worden ist. Schön bei Günther, Helga und Gretchen abgestellt. Da bist du ja, Honigbärchen. Wie wunderbar, dass du den ganzen Weg geritten bist, um all dies hier für mich zu holen. Ja, das freut mich. Gut, also dann, Häschen, jetzt wartet ein Haufen Arbeit auf uns. Bitte, bitte sag mir, dass du mir hilfst. Oh, du bist wirklich ein kleines Wunder. Danke, dass du mir helfen bist, du Schatz. Ich muss einige Vorbereitungen für meine Zaubertricks treffen. Und da dies schlichtweg die beste Show der Zeiten wird, brauche ich deine Hilfe. Was macht eine gute Show aus, Liebes? Richtig, ein Feuerwerk. Jeder liebt ein gutes Feuerwerk, nicht wahr? Wunderbar. Könntest du diese Rakete mit einem speziellen Schießpulver auffüllen? Ich habe es hier in diesen Flaschen. Vielen, vielen Dank, Butterblume. Oh, ich hasse diese Kosenamen. Ach, da stehen die ja. Ist aber auch sehr gefährlich mit diesen Grünen. Es wird perfekt sein. Mein spezielles Schießpulver wird ein wunderschönes erstklassiges Feuerwerk bieten. Herzchen, es ist extrem wichtig, dass du mir jetzt gut zuhörst. Ein Feuerwerk anzuzünden ist zwar kein Zaubertrick, trotzdem kann das nicht jeder. Wir werden jetzt alle Lunden zusammenbinden, sodass es zu einer einzig großen Lunte wird, die sich in die verschiedenen Raketen aufteilt. Das heißt, dass wir nur eine Lunde für alle Raketen anzünden müssen. Wie ich sie anzünde, ohne dass jemand davon Wind bekommt? Ha, oh du kleiner Honigkuchen. Dazu kommen wir noch. Traust du dir zu, die Lunden schon einmal zusammenzubinden? Ich danke dir, Zuckerschnute. Oh, hör auf, mich Zuckerschnute zu nennen. Mensch. Das sieht wundervoll aus. Mäuseschnäuschen, das wird ja immer schlimmer. Jetzt müssen wir das Feuerwerk nur noch verstecken. Mal sehen. Wir müssen ein paar Fässer als Dekoration hinstellen, damit wir Sachen dahinter verstecken können. Ach, wie wundervoll du bist, Butterblume. Es ist fantastisch, dass du helfen willst. Du bist ein Schatz. Kannst du diese Fässer auf die Bühne stellen, sodass wir das Feuerwerk dahinter verstecken können? Zuckerwürfel, das wird wirklich... Ey Gott, was, das macht mich gerade ein bisschen aggressiv hier. Meine Güte. Ich weiß gar nicht, ich glaube, Yitris hatte ja auch irgendein... Kosenamen für mich, aber bei Yitrisa darf das, aber nicht diese komische Isabel, die mag ich nicht. Ein schönes Pferd. Curly Hers, aha. Was bist du? Riesiges Sportpferd. Aha. Oh, Hasezähnchen, das sieht ja unfassbar aus. Wie fabelhaft. Oh, mein Täubchen, wie konnte ich das nur vergessen? Haha, wir müssen doch alle wissen lassen, dass es eine Zaubershow geben wird. Was wäre wohl die geeignete Weise, um dies zu verbreiten? Flyer, sagst du? Ha, natürlich. Warum bin ich nicht darauf gekommen? Eine Sekunde, ich zaubere ein paar Flyer herbei, damit du sie verteilen kannst.
Abracadabra, Hokus Pokus, tada. Ach, du bist so bezaubert. Natürlich ist es keine echte Zauberei. Ich verrate dir mein Geheimnis. Ich habe diese Flyer bereits letzte Woche drucken lassen, aber ich habe dich glauben lassen, dass sie magisch wären, was ja die Arbeit eines Magiers ist. Es dreht sich alles um Illusionen. Wirst du einen Schatz und verteilst ihn alle Leute in Fort Pinter? Oh, du bist wirklich ein Diamant. Danke dir. Spitze. Ach, so. Ja, bitte. So, wen haben wir denn hier noch zur Auswahl? Kann ich dem Waterloo eine geben? Och man. Ihm hätte ich gerne eine Erinnerung gegeben. Essemann! Essemann! So. Ah, wunderbar. Jetzt ist alles für die Show morgen in trockenen Tüchern. Und genieße deinen Schönheitsschlaf, Liebling. Du wirst die Show ja schließlich nicht verpassen. Da ist sie. Wie geht es dir, mein Täubchen? Wie unglaublich grenzenlos aufgeregt ich bin, dich und dein wunderschönes Nightstar zu sehen. Heute ist der große Tag. Zeit, in die Hufe zu kommen. Tada! Liebes, ich wollte dich ja noch etwas fragen. Was würdest du dazu sagen, wenn du Teil meiner Show wärst? Als Assistentin des Zauberers? Was hältst du davon? Mag ich nicht. Ah, du bist einfach wundervoll. Ich wusste, dass du ja sagst. Käsekuchen, bist du bereit? Es ist an der Zeit für meine, entschuldige, ich meine, unsere fantastische Show. Ach, Gottchen. Meine Damen und Herren, willkommen zu unserer fantastischen Show. Bevor wir fortfahren, möchte ich Sie meiner unglaublich reizenden Vivian und ihrem brillanten Nightstar vorstellen. Exklusiv für Sie werden Sie nun einen extrem komplexen und atemberaubenden Trick vorführen. Psst, zeig Ihnen den Kartentrick, den ich hier beigebracht habe. Du schaffst es, ich glaube fest an dich, Blütenblatt. Gott, jetzt werde ich ein bisschen nervös hier, ne? Lampenfieber. Absolut außergewöhnlich, atemberaubend. Was für ein Trick. Psst, gut gemacht, Herzchen. Der Zauberer liegt dir im Blut. Herzchen, du warst unglaublich. Ich bin so stolz auf dich. Jetzt ist es halt für das fantastische Feuerwerk. Meine Damen und Herren, war das nicht ein sensationeller Auftritt meiner glamourösen Assistentin? Als nächstes steht unsere magischen Reise etwas bevor, das ich, Isabel, Ihnen höchstpersönlich zeigen werde. Eine Reise voller Feuer, Blitz und Donner. Psst, Liebes, Zeit rüber zu huschen und die Lunde anzuzünden, während ich das Publikum ablenke. Kürbislein, du bist an der Reihe. Weißt du? Nicht erschrecken, Nightstar, alles wird gut. Vielen Dank, die Zuschauer haben das Feuerwerk geliebt. Das hätte ich ohne dich niemals so gut hinbekommen. Ich bin absolut glücklich, dass ich platzen können und Zucker werfe. Bist du auch glücklich? Was für eine Show wir zusammen abgeliefert haben. Normalerweise springt Diggory durch die Reihen und sammelt Geld von Zuschauern, die gerne etwas spenden möchten, mit meinem Hut ein. Aber heute darfst du das machen. Haha, du bist so süß. Ist überhaupt nicht schwer. Reite einfach mit dem Hut zu den Leuten und sie werden Geld reinwerfen, wenn sie möchten. Gebt mir euer Geld. Das ganze Geld.
Wow, da haben wir aber eine Menge Geld. Ich hätte nie gedacht, dass wir so viel sammeln würden. Diggory, siehst du das, mein Junge? Du wirst nach diesen einer Monat lang Bananen essen. Du kannst den Hut behalten, wenn du möchtest. Ich habe meinen eigenen, also brauche ich ihn nicht. Kindchen, ich bin grenzenlos glücklich. Die Touristen hier in Fort Pinder scheinen die Show wirklich genossen zu haben. Aber am besten warst du, Liebes. Du warst so unglaublich fabelhaft. Du hast die Magie tatsächlich im Blut. Okay, Hasenzahn. Es bleibt nur noch das Aufräumen übrig. Nach jeder Show muss sauber gemacht werden. Und da dies nicht unbedingt zu den spannendsten Dingen auf diesem Planeten gehört, sollten wir es zusammen umso schneller vom Hals bekommen. Wir sollten wirklich keine Spur hinterlassen. Du bist einfach ein Sternchen. Danke für deine Hilfe, Herzchen. Heb einfach die Raketenreste auf und leg sie in diese hölzerne Kiste. Danke, Honigbärchen. Tada! Aufgeräumt. Wenn es mal alles so schnell gehen würde. Endlich geschafft. Ein riesiges Danke an dich. Herzchen, ich kann dir gar nicht genug für deine Hilfe danken. Ich bin absolut erfreut, dich kennengelernt zu haben. Fast noch schöner war es, dich, Nightstar, getroffen zu haben. Ich würde gerne länger bleiben, aber wenn ich irgendwann mit dem großen Hydra zusammenarbeiten möchte, muss ich weiter hart an mir arbeiten. Wir werden uns ganz bestimmt wiedersehen. Ich weiß es einfach. Um mich nochmal bei dir für deine ganze Hilfe zu bedanken, habe ich ein kleines Geschenk für dich, Liebes. Es ist einfach fabelhaft. Hier, bitteschön. Ein wunderschönes Kostüm, welches du als Magierin, Hexe, Illusionistin, Zauberer oder wie auch immer du es nennen möchtest, tragen kannst. Ist es nicht reizend? Herzchen, ich muss da mal los. Pass auf dich auf. Oh, man ist auch erledigt. Und? Nein. Nein. So, haben wir das jetzt auch erledigt. Ah, Nightstar. So, dann wollte ich mal kurz sagen. Reite ich nochmal ganz schnell ins Winterdorf. Mache dann nochmal kurz die beiden Rennen und zeige euch, was in dem heutigen Paket drin ist. Ach nein, ich bin bescheuert. Ich muss ja gar nicht den Transporter nehmen. Ja, ich möchte ins Winterdorf. So, dann machen wir einmal das hier. Ja. Ich meine, das kann ich jetzt noch so als Abschluss mitnehmen, weil... Das dauert ja nur anderthalb Minuten. Und das andere Rennen ja auch. Von daher ist es, denke ich mal, trotzdem noch ganz... in einem angemessenen Verhältnis. Also wenn ich jetzt 2 Minuten jetzt immer hier rumeiern würde. So, jetzt wirft er noch die ganz vielen Geschenke für mich ab. Dass sie sich sparen können. So. Aber bei den anderen Sachen hat es ja auch mal funktioniert, Nightstar. Machen ist schon ein bisschen sehr gemein. So, wir haben es geschafft. Tada! Klimper. Ja. So, dann hier nochmal.
eigentlich jetzt meine Frage, weil man hat, ich habe ja jetzt mit dem Barrenrennen zum Beispiel, beziehungsweise ja in Monen jetzt ja noch ein weiteres Rennen freigeschalten. Das heißt, rein theoretisch, wenn ich mir jetzt noch ein zweites Pferd holen würde, ist es ja eigentlich viel einfacher, das ist jetzt hochleveln zu können, wenn man einfach viel mehr, schon wieder nicht getroffen, verdammt, weil man jetzt einfach viel mehr, Rennen zur Auswahl hat, die halt eine gewisse, Erfahrung bringen. Da würde mich mal interessieren, wie oft ich diese ganzen Rennen machen müsste, um halt mein Pferd hochleveln zu können. Muss ich da jetzt wirklich einfach jedes Rennen, das ich freigeschalten habe, sage ich mal, dreimal machen und dann ist es schon Level 15? Oder muss ich fünfmal den ganzen Spaß machen und dann hat es erst das Level 15 erreicht? Das würde mich mal interessieren. So. Irish Cop. Aha. So. Ja, so freue ich mich auch immer. So. Futter habe ich bekommen. Aha. Gut, dann würde ich sagen, haben wir das auch erledigt. Und dann würde ich sagen, reisen wir wieder zurück nach Fort Pinter. Und dann würde ich sagen, dass ich den Transporter Richtung Südhof da nehme. Weil das habe ich eigentlich freigeschalten, ne? Rein theoretisch. So, das will ich doch gar nicht. Oder? Wolfhauen. Was ist das? Weiß ich gar nicht, was ist denn das? Bin ich denn jetzt hier gelandet? Ach, hier in Jarlaheim. Ach, das ist die Ecke. Hier wollte ich doch gar nicht. Okay. Dann machen wir es einfach mal so. Wieder reiten wir zurück nach Fort Pinter. Nehmen wir einfach das Boot. Aber ich bin doch von Fort Pinter, von Südhof, bin ich doch in den Transporter gegangen. Ja, also da, gut, dann machen wir das halt jetzt mit dem Schiff und dann reise ich halt bis zur Sigri und beende dann an der Stelle die Folge. Und würde sagen, sehen wir dann uns in der nächsten Folge wieder in Südhof und mal schauen, was da die Sigri alles für uns bereit stehen hat. Aber ich glaube, das Boot muss ich ja nehmen, ne? Nicht das Boot. Ich glaube, Südhof hat nämlich auch eine ganz coole Musik gehabt. Dieses Western. Gut, jetzt halt nicht, weil jetzt ist ja das immer noch Dundol, dieses Mystische, aber. Hier liegt noch ein Eimer. Liegt auch noch ein Eimer. Jetzt hat bestimmt wieder irgendwas zu sagen. Hier. Mit dem bin ich damals gereist. Was gucken. Das sind die Ponys, ne? Oder? Genau, das Asoch Kutuschus. Müssen wir dann mal gucken, welches ich dann nehmen werde. Also eins von den drei wird es auf jeden Fall werden. Da guckt man nicht so hier. Vielleicht nehme ich das.
Mal schauen. Mal schauen, wie ich mich entscheiden werde. Aber. Das reiben wir mal kurz zur lieben Sikri. Und ja, ich beende an dieser Stelle die heutige Folge. Und bin wirklich gespannt, was uns jetzt in Südhof jetzt also alles erwarten wird. Ob wir hier noch sehr viele Aufgaben haben, die nur auf uns warten. Und vielleicht artet das auch wieder komplett aus, dass wir dann hier, keine Ahnung, 20 Folgen in Situ verbringen, damit wir das alles durchgeklimpert haben. Ich hoffe, die heutige Folge hat euch gefallen, dass ihr auf eine magische Reise von lieber Isabel mitgenommen worden seid. Und hoffe natürlich, dass wir uns in der nächsten Folge von Star Saber Online wiedersehen werden, wenn wir uns hier in Südhof austoben werden.